Da werde ich erstmal etwas in eigener Sache machen. Ich finde, es ist eine gewisse Grenze erreicht hier. Ich bin vor 22 Monaten hier angetreten. Da stand dieser Verein mit 12 Punkten am Tabellenende. Keiner hat einen Pfifferling drauf gegeben in der Zeit. Danach haben wir die Mannschaft in die Europa League geführt. Wir haben knapp 20 Millionen oder ja, Etatsenkungen mitgemacht. Wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen müssen. All diese Dinge. Und muss ich sagen, ich kann gewisse Dinge nicht akzeptieren, wenn ein Trainer wie der letzte Depp dargestellt wird, als hätte er gar keine Ahnung. Das muss man hier ganz klar sagen. Mich wundert es nicht, weil die Zuschauer dazu aufgewiegelt wurden in den letzten Wochen immer wieder, ja, weil einfach absolute Unwahrheiten. Jetzt kommen wir zu Raphael Holzhauser. Raphael Holzhauser wäre heute nicht mehr hier im Verein, wenn ich vor ein paar Wochen nicht das Veto eingelegt hätte, dass er nicht ausgeliehen wird. Muss man ganz klar sagen. Ja. Raphael ist in der Halbzeitpause schon gekommen, hat eine klare Verletzung gehabt oder hat angezeigt, dass er Probleme hat und hat dann darum gebeten, dass er ausgewechselt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und da ist eine totale Grenze erreicht. Auch hier in Stuttgart, das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und mich wundert es nicht, dass es alle paar Monate hier einen neuen Trainer gibt, wenn man sich so verhält, wie es hier der Fall ist. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss? Gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Das muss ich hier mal ganz klar deutlich sagen. Kann die Leute hier nicht verstehen, aber vor allen Dingen auch die schreibende Zunft. Ich weiß, dass Sie das jetzt wieder persönlich nehmen werden, aber das muss hier mal ganz klar gesagt werden, weil da ist das Fass absolut voll. Einige haben sich in den letzten Wochen Unwahrheiten erlaubt, die absolut unter der Gürtellinie waren. Da erwarte ich einfach, dass auch Sie das Ganze mal hinterleuchten und nicht einfach nachschreiben.